Gerhard Richters Atlas oder Atlasübersicht 1:2, den wir hier zeigen, ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk. Und hier stehen wir jetzt vor dem ersten Block. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind in den frühen 60er Jahren kollagiert worden. Wir sehen eine Vielzahl verschiedener Motive. Alle sind ganz klein. Wir sehen viele Familienbilder, Aufnahmen wie aus Fotoalben, aber eben auch Sachen, die aus Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt wurden. Mode und Kleidung zeigt uns genau, wir befinden uns hier in der Zeit der ersten Hälfte der 60er Jahre. Gerhard Richter hat hier verschiedene Motive versammelt. Und wenn wir genau hingucken, entdecken wir viele oder etliche, die wir von den großen fotorealistischen Gemälden Richters kennen. Der Atlas hat insgesamt über 8000 kleine Einzelmotive versammelt. Wenn wir uns hier jetzt in die einzelnen Tafeln bewegen, sehen wir, dass einige Quadrierungen tragen. Das sind die Werke, die Richter später wirklich in Gemälde überführt hat. Die Quadrierungen dienen als Übertragungshilfe bei Vergrößerungsprozessen. Vergleichen wir die Bilder, die später entstanden sind, mit den Vorlagen, die wir hier dazugeordnet haben, können wir auch manchmal sehen, dass weitere Informationen wie Schrift, Nachrichten, Informationsschnipsel, die beim Ausschneiden aus den Zeitungen nicht weggeschnitten wurden, hier noch zu sehen sind. Später auf den Bildern hat Richter sie meistens weggelassen. Das heißt, wir kriegen hier zusätzliche Informationen über den Entstehungsprozess, über das Bild, über den Inhalt, die vom Gemälde aus nicht zu erschließen gewesen wären. Aber warum sind hier im Atlas nicht nur die Gemälde oder die Motive versammelt, die später wirklich in Gemälde überführt wurden? Der Atlas hat eine ganz andere Funktion. Er ist eben nicht nur ein Archiv für die Entstehung von Gemälden, sondern es ist auch eine Art Bilderfundus, eine Bilderwelt, mit der sich Richter zu diesem Zeitpunkt auseinandergesetzt hat. Und die vielen Einzelbilder, die wir hier sehen, in denen die Bilder, die später überführt wurden in Gemälde, gleichberechtigt neben Bildern und Motiven stehen, die nicht überführt wurden, zeigt, welche Gewichtung Richter hier vornimmt. Die Gemälde, die entstanden sind, sind sozusagen nur eine Möglichkeit unter vielen. Die anderen hat Richter hier zusammengeklebt, um ihnen genauso Gewicht zu verteilen als ein mögliches Bild, das aber dann eben doch nicht ausgeführt wurde. Das passt sehr gut zu vielen Äußerungen, die er in Interviews immer wieder wiederholt hat, dass ihn das Motiv eigentlich überhaupt nicht interessiere. Und durch diese gleichberechtigte Behandlung unterstützt er im Atlas diese Behauptung nochmals und positioniert damit auch die Gemälde, die entstanden sind, etwas anders. Er rückt sie in ein etwas anderes Licht.